Heute ist es vermutlich zu kalt. Das Ehepaar Eveline und Georg bringen heute kaum eine Straßenzeitung an den Mann. Wie viele Zeitungen sie verkaufen, ist sehr tagesabhängig. Wie lange muss man warten, bis das mal Zeitung verkauft? Es ist verschieden. Wenn die Leute gut aufgelegt sind, nur. Und wenn sie nicht so gut aufgelegt sind, dann dauert es zu lange. Wie viele Zeitungen verkauft man am Tag? Das ist auch verschieden. Es kommt darauf auf Witterung, wenn es regnet, schneit, ist es ein bisschen schwieriger. Aber sonst sind es schon 20 Zeitungen. Ich bin ein Mensch, ich kann mich irgendwie einfühlen, wie es wenn anderen geht. Ich sage mal, wenn es richtig kalt ist, hat auch nicht aber jeder der früher Freude, dass er stehen bleibt, die Handschuhe rauszieht, die Tasche stellt, seine Geldtasche sucht. Und oft hat er auch was da, kann ich auch verstehen. Und irgendwie entwickelt man durchs Verkaufen schon ein Auge, wer muss jetzt schnell auf den Bus und entwickelt man schon ein Auge. Und ich sage aber beim Verkaufen, der Ton macht die Musik. Nach diesem Motto verkaufen die beiden: Sudern bringt nichts. Eine Prise Humor und eine positive Einstellung sind ihr Geheimrezept. Wir sind nicht das, dass wir da mit den Häftlern dumm wachen und sagen, na bitte kaufen Sie mal Zeitung, weil wir so arm sind. Sondern wir gehen von denen aus, die Zeitung wird gern gelesen, weil es dementsprechend schon lange gibt. Und auch von Inhalt her sehr interessant ist. Also können die Leute eigentlich für selber und sagen, Zeitung ist das die jene Ausgabe, die habe ich noch nicht, geben Sie mir eine. Apropos hat ihr Leben verändert. Georg ist vor vielen Jahren auf die schiefe Bahn geraten. Die Straßenzeitung hat geholfen, sein Leben zu stabilisieren. Ich bin ein maler Pinzger, gell, und da durch meine Rauschmieten und so bin ich irgendwann nach Salzburg gegangen, weil ich mir denke, da geht alles leichter, weil es irgendwie anonym ist, und da bin ich aber auf der Straße überblieben. Da war ich lange auf der Straße mit umgehängt und habe nachher einen Raubüberfall gemacht. Leider ist uns das eingefallen und da habe ich 7 Jahre Gefängnis gekriegt. Und zu dem Zeitpunkt, kurz vor dem Raub, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. 3 Monate vorher habe ich es kennengelernt. Die hat noch 7 Jahre gewartet auf mich. Da haben sie jeden Tag einen Brief geschrieben, so 2400 Brief insgesamt. Und irgendwie bin ich aber da nicht mehr so gebraucht worden am Arbeitsmarkt, weil halt wegen der Vergangenheit. Und ich habe wieder so eine Situation gehabt, dass ich mir denke, was tue ich jetzt? Und da hat meine Frau gesagt, fang halt ab, apropos, gehen wir Zeitungen verkaufen. Die Apropos zu verkaufen läuft sehr selbstständig ab. Ein Straßenverkäufer kauft die Zeitung in der Redaktion ein und trägt selbst dafür Sorge, sie entsprechend weiter zu verkaufen. Sie legen 1,25 Euro hin und bekommen dafür eine Zeitung. Ich meine, sie kaufen meistens mehr als eine Zeitung. Also die 10 Zeitungen einkaufen, dann zahlen sie 12,50 Euro und sie bekommen dann noch ein Stück gratis. Weil wir Bonusmodelle haben, je mehr Zeitungen jemand kauft, desto mehr Bonus bekommt er auch. Und im Endeffekt sind unsere Verkäufer und Verkäuferinnen alles quasi selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dieses Prinzip ganz wichtig, Hilfe zur Selbsthilfe. Die Verkäufer helfen sich selbst. Sie kaufen Zeitungen ein, sie stehen auf der Straße, sie knüpfen ihre Kontakte, sie stabilisieren sich selbst, sie machen sich selbst eine Struktur in ihrem Leben wieder, sie kommen wieder in Kontakt mit Menschen, die sie vorher vielleicht verloren haben. Also das ist im Endeffekt ein sehr eigenverantwortliches Prinzip, das wir da haben. Das Besondere an Apropos ist, dass auch viele Verkäufer selbst für die Zeitung schreiben, als freie Redakteure. Also die Zeitung hat insofern eine Sprachrohrfunktion, dass Menschen, die sonst nie zu lesen sind, Menschen, die arm sind, Menschen, die psychisch krank sind, Menschen, die obdachlos waren oder noch immer sind, dass die merken bei uns, hey, ich kann schreiben. Ich darf schreiben, ich kann schreiben, und das, was ich sage, das wird total gern gelesen. Leute wollen total gern Anteil nehmen an meiner Lebenswelt. Und wir greifen nur ganz wenig in die Texte ein. Also wir schauen, dass die Rechtschreibung passt. Wenn der rote Faden zu weit weg ist, dann versuchen wir, den wieder reinzunähen in den Text. Aber ansonsten schauen wir, dass wir die Texte von unseren Verkäufern und Verkäuferinnen weitgehend so belassen. Und das ist total mutig von unseren Verkäufern, weil die geben was von sich preis, die zeigen was Persönliches. Das muss man erst einmal schaffen, auch diesen Mut zu haben, sich zu zeigen. Und das finde ich immer sehr schön. Und die Texte berühren auch sehr, was wir mitgekriegt haben, wenn wir Anrufe bekommen oder Leserbriefe bekommen. Auch Eveline und Georg schreiben für Apropos. Ihr Talent zum Schreiben haben sie damals durch ihren stetigen Briefwechsel entdeckt. Das Schreiben und Verkaufen für Apropos hilft beiden, in der Spur zu bleiben. Ich sage mal, Beschäftigung ist mindestens gleich wichtig wie Geld. Das ist richtig wichtig. Also für mich vor allen Dingen, und ich glaube auch, dass das für jeden anderen Menschen auch gilt. Es gehört einfach ein gewisses Muster dazu,
wie man lebt. Grüß Gott, die Damen, Straßenzeitung, Jena-Ausgabe. Zumindest eine Zeitung hat Georg diesen Vormittag verkauft. An anderen Tagen läuft es bestimmt wieder besser. Vor allem dank einer treuen Stammkundschaft können viele Apropos-Straßenverkäufer durch ihre Tätigkeit ein bisschen dazu verdienen.